Inzwischen habe ich eigentlich gar nichts Besonderes mehr, also kein Event oder sonst irgendwas, was ich noch mache. Also, ja. Bisschen schade. Okay, wann läuft mein Resident voll? Morgen. Um 16 Uhr. In etwa. Okay. Vielleicht sollte ich auch mal versuchen, so früh zu streamen da. Nicht, dass ich, so wie heute, wieder erst um 20 nach 8 anfange. Aber ja. Warte. Wo? Ach, der Kack ist ja... Ah. Ja, gut. Das ist der Kaffeeshop. Na, okay, dann kenne ich den noch gar nicht. Ich bin nicht mal mit meinem Friendship-Team drin. Wer hat den Aqua? Ja. Also, ja. Was? Das ist nicht interessant. Wie laut ist das Game gerade? Schon recht laut. Das war eigentlich gestern, weil ich dachte, das Event würde wäre gevoiced. War es nicht. Also ja, schade. Jetzt muss ich mit einem Mellow sein reden. Ich glaube, ich war ein bisschen leise, weil das Mikro weit entfernt war. By the way. Ich frage mich, weshalb eigentlich die Hälfte der Mellow sein in Fontaine leben und die andere Hälfte davon, also in, sozusagen in diesen zivilen Bereichen. Oder, ja, wie heißt es? Halt eben in Städten und so. Und die andere Hälfte lebt irgendwie so unter der Erde in so komischen Höhlen. Ich find's voll komisch. Warum laufen die eigentlich so weird? Was ist das? Die machen alle Hopserlauf. Können die nicht normal laufen? Hier ist ja nochmal ein Mellow sein. Und warum sind die immer so irgendwelche... Was weiß ich was? Irgendwie Offiziere sozusagen? Oder Polizisten? Oder sie sind irgendwie so... Irgendwelche Fahrbahnführer? War nicht irgendwie Verkäufer oder sowas? Ja, passt doch. Und was war das für der Daily? Du hast einfach nur gesprochen mit zwei NPCs und bist einem NPC hinterhergelaufen. Kranke Daily, muss ich schon sagen. Kommt schon böse. Ich find's cool, dass es hier so einen Shortcut gibt. Wobei der sogar ein bisschen unnötig ist zu dieser Daily. Das ging schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass nicht ein QI reichen würde, um so einen Tower zu zerstören. Hier würde ich sogar die Teile mal fahren, kurz. Ich weiß nicht, für was ich die jetzt gebrauchen könnte direkt. Ja, es sind halt eigentlich entweder für die Craftable Weapons oder für, wissen wir, oder für halt eben diese Enhancement Stones. Bei denen ich keine eigentlich von den beiden brauche. Also weder Weapons noch diese Enhancement Stones, zwei von denen habe ich auch genug. Aber, ja, ist auch so, whatever. Kann man trotzdem mal mitnehmen, wenn man halt keine hat. Jetzt bin ich glücklich, dass ich Yelan im Team habe. Und ne, ich hatte Yelan sowieso schon davor im Team. Ich hatte Shinchu davor nicht im Team. Weil hier muss mir Ballons abschießen. Ja. Scheiße. Also gut. Next. Das ist unten wahrscheinlich. Ich muss sagen, sogar dieses Event hier, das jetzt gerade draußen ist, Verdict of Blades, ist relativ schwer, würde ich sagen. Im Sinne von, halt das letzte ist relativ schwer, ist schon ein guter DPS-Check.
Ich habe es probiert auf einem anderen Account von mir, wo ich ein relativ, also wo ich ein Team habe, das halt einen relativ hohen DPS hat. Aber ich konnte es irgendwie trotzdem nicht schaffen. Ich zugeben, hätte ich die Rotations besser gemacht, hätte ich es wahrscheinlich easy geschafft. Oh, nicht easy, aber da hätte ich es immer noch geschafft. Aber auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wenn man nicht irgendwie sehr gute Rotations macht mit einem sehr guten Team, dann schafft man es nicht. Also, natürlich nur für Free-to-Play, wenn man jetzt einen Whale reinschickt, dann egal was, wird das wahrscheinlich schaffen. C6 hier laden kann sowieso gefühlt alles killen. Aber ja, okay. Wie weit bin ich eigentlich jetzt von Adventure Rank? Boah, mir fehlen nur noch 90.000 XP. Ich bin bald tatsächlich... Bald habe ich auch den No-Life-Status. Ich frage mich, wie Leute nach einem Jahr schon AR60 sind. Manche sind es ja wirklich. Also die waren ja, bevor Inazuma rauskam, waren manche Leute ja schon irgendwie AR60 und ich frage mich, wie das möglich ist. Zugegeben, ich bin erst mit Inazuma rausgekommen, aber Inazuma gibt es ja länger als... Ich meine, es war ja von 1.0 bis 1.6, in denen Leute dann es geschafft haben, von Adventure 1 bis 60 zu pushen. Ich bin jetzt von 2.0 bis 4.0 immer noch nicht Adventure 60. Das ist mir ein Rätsel, wie Leute so schnell so viel Adventure XP bekommen haben. Aber ja. It is what it is. Wahrscheinlich wegen den ganzen Quests. Ich habe jetzt noch nicht so viele Quests übrig. Und halt wegen Resin durch Geld wahrscheinlich. Ich weiß auch trotzdem nicht, wie man so schnell hochkommt. Was ist eigentlich hier das Ausrufezeichen? Ach so, nächste Map ist freigeschaltet. Ich werde halt in 3 Tagen das dann machen. Also mit, am Samstag. Defeat Boss Opponents. Das könnte ich sogar heute dann machen. Spend Mora. Wahrscheinlich werde ich am Ende der Woche einfach Artfakte leveln und dann wieder weinen. Weil sie kacke sind. Das ist aber halt auch wirklich heftig. Von 25 Rolls waren 4 vielleicht gut. Das ist halt wirklich frech. Okay. Nicht wieder so aus 25, also ich weiß nicht, vielleicht sind es auch mehr als 25 gewesen, aber mindestens 25 würde ich schon sagen, als ich damals ja noch gerollt hatte. Oder ich bin mir nicht sicher, egal. Waren irgendwie nur 4-mal Critical Damage oder sowas. Also wie ist es überhaupt möglich? Okay. Die ersten 2 Artefakte von heute sind scheiße. Ah, Double Defense und Mains. Also nee. Ah, ich cope mal. Ich meine Attack, Crit Rate und Energy Recharge vielleicht. Ja. Vielleicht, vielleicht. Der Defense Stat hier ist halt ein bisschen painful, aber. Who knows? Ich weiß nicht mal, für wen ich farme. Weil ich gerade noch niemanden habe, für den ich farme hier. Take it easy. Quiet. Game's up. Come. Everybody stand back. Use a spot map. Rain outlines your feet. Witness. Chip on up. Busted.
Ja. Ich spreche auch nie irgendwie, während ich Domain mache. Okay. Oh, drei Artefakte. Ach, Mann, was habe ich denn? Also, warte. Nee, Moment. Also, das fasse ich nicht. Das ist HP Flat Mineral, Attack Flat. Ich glaube, es geht bis 14 für den Mineral und Defense Flat. Weiß ich gar nicht, was der Mineral ist. Ich glaube, 16 oder so. Aber das ist ja wirklich. Heilige Scheiße. Oh Gott. Na. Ach, ja. Wenn eins von den beiden Crit Rate wäre oder Attack, dann wäre es besser. Ich meine, ich bin jetzt mal nicht zu picky. Ich, ja, nee, gut, komm. Ich habe sogar schon andere Pieces. What the fuck? Okay, jetzt. Ich find's voll dumm, wenn man Alt drückt und dann auf OBS geht, dann öffnet sich ein neues OBS. Aber wenn man Alt drückt, dann kann man mit der Maus raus. Wenn man Alt loslässt, dann geht man mit dem raus direkt wieder in Genshin rein. Das heißt, ach man, ja. Egal, ich glaube, man weiß, was ich meine. Ich probiere es schließen und dann wieder öffnen will. Und dann mache ich aus Versehen 2 zu OBS But the magic begins! Surprise! Let's light it up! Bust it! Things are about to get dicey. Gotcha! I'm going in! Let me read you a verse. Es ist immer das gleiche, die Bildung. Aha, ich hab nur einen Skill benutzt. Warum schießt es dann auch? Ich dachte es mal. Okay. Warum auch nicht? Habe ich halt meinen Burst nicht. I mean, maybe. Vielleicht ein HP-Scaler dann später mit dem Set? Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich hab keinen Plan, Mann. Warum kann ich nicht die drei Stats auf einem 5-Star-Artefakt haben? Naja. Rain outlines your fate. No, things are about to get set. Teamwork is dream. Hear me. Step on up. Let's light it up. Let's light it up. I'm going in. Let me read you a verse. Huh? Bust it. Game's up. Fun's over. Das ist eigentlich meine Lune, ich weiß es. Meine Lunette, ich weiß nicht mehr. Ich würde sagen 7? Nicht ganz. Och, what the fuck, Bro. Ich weiß nicht. Cope.
Okay. Everybody stand back. Cinders are about to get sight. Rain cutter. Rain outlines your fate. Busted. Over here. Cuban spotlight. Here comes the catch. Witness the power of Kuba. Step on up. Gotcha. Let's light it up. Ow. Yeah. Okay, wird's jetzt schon Chip 7? Ich denke mal. Ja, man hat's gehört, die ist ganz leise. Schimm oder sowas. Und das ist absolut scheiße. Man, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Game. Warum sind die Four Stars immer besser gefühlt als die Five Stars? Mann. Mann. Das Game hasst mich. Es hasst mich so sehr. Ich gebe jetzt meine. Okay. Ich hole kurz meine Energy zurück. Ich hole jetzt. Ja. Rain outlines your fate. The Hunter. Es gibt immer vor der Domain irgendeine Kacke, die man killen kann. Gefühlt. Oder fast. Wobei ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht glaube ich auch. Dreck. Schon mal? War schon mal? Oh. Achso. Meine Mutter hat was im Zimmer von mir vergessen. Als sie vorhin reingekommen ist. Wie viel Schaden macht das eigentlich, wenn er einmal zuschlägt? Er hat mich nicht getroffen. Komm, schlag mich. Er trifft mich nicht mal. Oh, come on, das ist doch ein Joke. Wahrscheinlich so 400, dass er hittet. Boah, what the fuck? Sogar. Holy shit. Bro hittet schon relativ hart. 1700. Dafür, dass es so ein kleiner Flops auf dem Boden ist. Just saying, ich glaube nicht, dass es so viel. Also, wenn man mal so bedenkt. So, der Durchschnitts-DPS hat weniger als 17.000 HP. Das heißt, 10 dieser kleinen Flapse könnten einen killen. Boah, das klingt schon deadly. Ja, das Vieh, diese Viecher hier sind so tot. Das ist heftig. Adventure time. So denkt auch der Ninja auf der Lake. Au. Droppen die Viecher keine Artefakte? Doch, tun sie. Soll ich vielleicht ein paar von denen killen? Mit Materials habe ich ihn. Wenn ich ganz nach unten gehe.
Na, die sind nicht ganz unten. Hä? Hier. Ich habe nicht besonders viele von denen, was vielleicht Sinn macht, weil ich noch nicht so lange in Fontaine bin. Aber... I know what, ich besiege trotzdem mal ein paar. Kann man ja machen. Ich bin sowieso... Ja, eigentlich bin ich schon durch in meiner täglichen Routine. Ich habe eigentlich nichts mehr zu machen. Ich könnte genauso gut jetzt wieder aufhören im Stream. Ich habe das nicht aktiviert. Gibt mir das eine Chest? Moment. Das kann nicht sein. Der Slime weiß, wie man sich versteckt. Vielleicht noch nicht. Warte, ich habe das for real noch nicht aktiviert. Ich habe 100%... Okay. Ich weiß, 100% ist nicht gleich insgesamt 100% wirklich, weil man irgendwie 105% immer bekommt, aber trotzdem. Bis vorhin... Okay. Hm. Kriege ich hier von der Chest? Da hinten ist auch noch was. What the f... Okay, das ist ein Moment. Das ist gerade... Das verwirrt mich. Das bringt mich einfach nur dort. Oh, wow. Wow. For real? Warte, ich hab den noch eingesammelt, hä? Aber das bringt mich da... Das transportiert mich doch sowieso wieder nur dort nach oben hin. Hier gab es sowieso einen Roger-Block. Naja. Wow. Das war es ja mal sowas von nicht worth it. Und was ist das hier oben? Moment. Ah, doch, eine Chest jetzt. Okay. Alles gut. Oh Gott, diese Voice habe ich so lange nicht mehr gehört. Bennett Q und einer Bennett E gestorben. Auf einem Nicht-DPS Bennett. Bisschen schade. Warte. Wow. Starke Bombe, muss ich schon sagen. Gut. Okay. Ja, will ich doch noch ein paar... Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hab's reicht. Ich hab vergessen, die Character Trials zu benutzen. Ich kann auch die Character Trials spielen. Gibt mir 40 Primus und ein bisschen andere... Artefakte und ein bisschen andere, wie es nochmal... Materialien. Also kann ich mal schauen. Was ist eigentlich die Mail hier? Na, ja. Okay. Vier Charakter. Wer ist der? Ach so, Noelle. Noelle zählt nicht, weil sie schon sowieso jeder bekommt, garantiert. Wegen dem Dings-Banner. Starter-Banner. Okay. Let's go, Sayu. Ich fand Sayu früher macht voll Spaß, als ich das hier gesehen hatte. Deshalb wollte ich es ja manchmal auch haben. Ich find's auch nicht schlecht zu haben für eine C1. Aber
mehr halt auch nicht. Weil die wirklich zu spielen ist jetzt halt auch nicht so das Wahre. Wobei, ich weiß nicht, ob ich Sayu eher mit Sacrificials spielen würde. Glaub, natürlich für Bonus ist das gut für Energy und sowas, aber Sacrificials, da kann man halt eventuell zweimal den Skill benutzen. Und das macht es einfach deutlich angenehmer. Finde ich. Wobei, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, so rein metatechnisch, aber es geht jetzt ja auch nicht mehr um Meta. Sondern einfach, dass es mehr Spaß macht, mit Sayu herumzurollen. Dann mache ich mal die Falschsten als letztes Fremini. Oder Freminette, oder whatever. Die Typen im Game sagen ja Fremini, aber das ist wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist das T auch silent, aber, you know. Child. Ich sag, das ist jetzt dein Taser-Team, kein National, schade, also International. Gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass Kasu halt International wäre. Scheiße, ich war zu lang. Sein Skill drin. Nichts hat angegriffen, schade. Juhu. Also, ihr könnt schon Spaß machen. Ich finde, man müsste aber ein bisschen mehr Gegner hier in die Map reinwerfen. Die sterben zu schnell. Au. Weil sonst sieht man hier nicht wirklich, wie er funktioniert. Ich finde das. Also. Keine Ahnung. Ich finde, man könnte besser sehen, wie er funktioniert. Oder so. Wenn hier mehr Gegner wären. Aber das ist ein bisschen wenig. Halt. Sieht ein bisschen karg aus. Ist zu schnell. Ja, schon tot. What the fuck? Würden wir ein paar mehr Ring Guards reinschmeißen, dann könnte man tatsächlich sehen, zu was er befähigt ist. Aber so sieht man halt sogar noch weniger als das, was er kann. Ja, Jonglier, also, ja, Digga, komm. Ich finde, Schalt könnte schon ziemlich Spaß machen. Jonglier ist halt einfach ein großes Quality of Life Upgrade, wenn man ihn so hat. Aber an und für sich sind sie jetzt nicht so wichtig. Also nicht die zwei wichtigsten Charakter. Ha! Ich hab so eh gedrückt gehalten, das ist heftig. So, das ist es. Ich verstehe nicht, was das soll. Ist es das Physical Jonglier? Oder was ist deren Plan? Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, haben sie ein Physical gebildet? Chio damit? Nee. Ich verstehe es nicht. Also wirklich nicht. Ja, und dann ist ein Punkt weg. Ich weiß nicht. Aber. Das hat nicht mal gekrittet. Es ist so. Ich verstehe es nicht. Also, er ist im Physical Team. Aber hat kein Physical Damage. Er ist auf Crit ein bisschen gebildet, aber auch nicht wirklich. Es ist einfach verwirrt. Warum? Ich habe vorhin gedodged. Ich muss mit ihm ja wirklich gar nicht dodgen. Aber ich will noch einmal. Sein Schild ist halt einfach. Ja. Ich hab eh gedrückt gehalten, ihr Hunde. So, das ist. Try not to enjoy this too much. Freeze! This moment will be frozen. Nowhere to hide. This is order. This is order. Ich mag die Voice Line irgendwie. I will have order. Don't get frostbite. Ich hab in die falsche Richtung gebürstet. Ich muss halt wirklich überhaupt nicht dodgen. Also vor allem, also natürlich im Abyss müsste man dodgen, aber hier ist es ja Jungle Shield. Man braucht ja wirklich null. Stabilize!
Also die kann ja wirklich machen, was sie will. Er kann mich nicht mehr killen. Incoming. Cool it. Hier. Gather. This is order. 35k. Ich meine, er hat ja auf Level 8 770er Scaling drauf, was schon ziemlich sehr hoch ist. Also for real. Dafür, dass er halt sogar noch Petrification macht, so einen kurzen Cooldown hat und so eine Energy Cost, das ist ja wirklich nicht schlecht. Vor allem, weil sein Main-Ding eigentlich das Shield ist, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube 4 Sekunden auf Level 10 und irgendwie 830 Scaling oder so ist auf Level 10. Aber das wäre doch auf Level 4K. Ja gut, man hat ja diese Resistance Shred. Boah, die Resistance Shred ist ja, soweit ich weiß, eher sowas wie ein einfach nur inviable machen. Weil, wenn man zu ihm change, wenn man das hier macht, bla bla bla, dies, das, dann muss man zu ihm switchen. Moment. Oh, scheiße. Und es dauert ja mehrere Sekunden, bis man zu ihm geswitcht hat und dann seinen Skill benutzt und dann kann man wieder weitermachen. Und das, ich glaube, ungefähr so viel, wie er an Zeit verbraucht, indem man keinen Schaden macht, sondern sein Shield aufstellt, ungefähr so viel Schadensbonus kriegt man sozusagen durch die Resistance Shred. Das heißt, rein theoretisch ist Zhongli's Skill einfach nur sozusagen eine Wiedergutmachung, dass man die Zeit verwendet hat. Entsprechend ist die Resistance Shred absolut kein DPS-Bonus oder sowas. Also so oder so natürlich nicht, weil er keine offensive Möglichkeit ist. Man muss nicht deutschen mit Zhongli, ist einfach eine Lüge. Ja, aber im... Okay, erstmal hi, was geht? Willkommen schön. Ich hab eigentlich verbrechen. Aufzuhören. Ja, aber zweitens, ich weiß, es stimmt ja nicht immer. Es stimmt ja nicht überall. Im Abyss stimmt es vor allem nicht. Aber wenn du in der Overworld bist, musst du halt wirklich nicht dodgen im Normalfall. Und wenn du vor allem im Trial bist, musst du erst recht nicht dodgen, weil dort einfach die Gegner viel zu schwach sind. Kein Zhongli hat genug HP, um im aktuellen Abyss zu facetanken. Ja, aber es geht ja, ich habe ja auch gesagt, im Abyss natürlich nicht. Im Abyss stimmt es nicht, aber in der Overworld und im Trial ist es absolut wahr. Was ist das eigentlich? Ein Freeze-Team? Ey, das verwirrt mich auch. 14k, stark. Oh Mann, Fremde, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Fremde ist so... Ah, ich habe gehört, man kann ihn in Dings benutzen. In Hyperbloom. Aber auch da ist es natürlich Hyperbloom, das am meisten Schaden macht, nicht er. Weil er wird halt nicht interferieren. Also, weil er halt Cryo ist. Aber an und für sich bin ich jetzt nicht so... Ich hab nicht so das Gefühl, er wird wirklich in die Meta kommen. Stimmt, den Burst kann man ja einfach nur zwei Hits machen. Dann. Jetzt. Ja, ich bin mir nicht sicher. War das ganz okay? Okay. Ja, also ich weiß nicht. Okay. Wen kann man denn nicht in Hyperbloom verwenden? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, Pyro-Character wäre dann halt schwerer zu benutzen, würde ich sagen. Ach scheiße, ich sammle nicht mehr die Stacks. Ich finde ihn schon ziemlich gut, aber... Ich weiß nicht. Und man hat hier, glaube ich, ein 400er Scaling drauf. 400% Scaling auf seinem Skill. Fast. Aber JK, der ja ist besser. Der ja ist besser. Okay, ich war gerade schon kurz verwirrt, so, ey, du findest ihn nicht schlecht, was? Ob der besser ist, weiß ich nicht. Kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich weiß ein Wunder, dass er wirklich nicht der Beste ist. Lass dann gleich
Mika gegen Skillbird. Commencing cleanup. Pair. Frost is coming. Oh wow, 15k. Stark. Pair. Getting gear. Achso, das wird dann automatisch gesetzt. Going under. Getting gear. Frost is coming. Ja, also ich war halt so. Er ist halt ein Physical Character, das macht schon automatisch einfach nicht gut. Er hat auch Teams, auch wenige, er ist einfach nur DPS-los. Ja, so kann man es natürlich sehen. Und was ist denn mit Scaling? Seine besten Teams sind einfach ein 3-Mann-Team, wo du ihn nicht onfieldest. Ja, gut, okay. Kann gut sein. Was hat er eigentlich für ein. Er hat Royal Greatsword oder wie das heißt? Ah, der hat doch Royal Greatsword. Ich weiß nicht. Seine Artefakte sind Blizzard. What the fuck? Okay. Sein Kit ist aber noch interessant. Aber halt Shit. Ja, keine Ahnung. Ich hab sowieso nicht vor, auf seinen Banner zu pullen. Achso, man muss nicht mal treffen. Ah, geil. Na gut. Ich dachte am Anfang, Framley ist ein Mädchen. Aber gut, wir haben Tainari, wir haben Shinchu, wir haben Venti, jetzt haben wir halt noch Framley. Oder Framinet. Oder was auch immer. Same. Aber gut. Ja, ist auch egal. Bei Shinchu dachte ich auch erst ein Mädchen. Ja. Tainari? Mean. Look at this dude. Der sieht jetzt nicht wirklich besonders männlich aus. Just saying. Der sieht nicht männlich aus. Schau ihn dir an. Und sag mir, mit dieser Frisur, mit diesen Augen, sieht der aus wie ein Mann. Wie so ein Giga-Chat oder sowas. Wenn du die Stimme nicht hören würdest, und zwar wirklich nur das Character-Design, da könnte man schon gut... What the fuck? Was ist mit seinen Ohren los? Kann man schon gut denken, dass das eine Frau ist. Naja, das reicht aber auch. Ich sag, Framinet ist, ja, keine Ahnung. Ich find's halt ein bisschen schade, die haben alle so ihre... Oh, Yelan kann das auch. Let's go. Ich wusste gar nicht, dass Yelan eine ähnliche Figur hat wie Bennett. Oder kann sich... Warte, was? Kann sich Hintio auch? Moment. Keine Ahnung. Ich muss. Moment, das muss jetzt ausprobiert werden. Bennett geht's am besten auf jeden Fall, das weiß ich. Scheiße. Na, okay, ne. Na, Moment, da hatte ich nur aus Versehen perfekt getroffen. Baron Bunny kann das. Baron Bunny kann das sehr gut? Ach so, ja, ja, ich kenne das. Baron Bunny am Spinnen. Baron Bunny macht's. Nächstes Mal. Scheiße, wo ist die überhaupt? Macht Beyblade. Ich bin so blind. Amber einfach unsichtbar. Scheiße. Schon mal? Ah. Mhm. Okay. Ich glaube, ich bin zu kacke dafür. Ja, ne, ich habe keinen Bock nochmal die Sekunden zu warten. Aber ich kenne es, dass er sich da so dreht wie kein zweiter. Das passt sogar voll gut zu ihr.
Ich finde, das ist actually voll kacke, das kommt da nicht. Ich finde es schade. Ich handle jetzt einfach legendär. Ey, nee, ich weiß nicht, das kriegt mich einfach jedes Mal. Wenn ich. Einfach Goba ist einfach eine zu große Legende, das ist heftig. Okay, gut, nee, aber das reicht, glaube ich, für heute. Also, ja. Cool, das ist aber was, Frau Spolili, aber ich habe eigentlich jetzt weiterhin nichts wirklich zu tun. Ich bin so hyped für Neuvillette, er hat so viele Teams. Okay, klingt interessant. I mean, noch 3 Wochen, dann ist er auch draußen. Na, nicht ganz. Wir haben heute Mittwoch. Ah ne, doch, genau 3 Wochen. Genau 3 Wochen, dann ist er raus. In 3 Wochen ist Mittwoch. Mittwochs kommt immer das nächste Update raus. Und ja. Ach, da bin ich auch zu Hause zum Glück. Gut. Hätte gerade kurz nachgedacht, ob ich dann im Lunchroom bin, aber nee, bin ich nicht. Ist er denn Förster? Ich bin nicht. Ich habe die gleiche Art von Teams. Ja, das glaube ich. Aber Hydro hat ja generell sehr viele unterschiedliche Arten von Teams. Ich meine, sowas wie Shinchu, der hat ja auch sehr viele unterschiedliche Teams. Ja. Ich hoffe es aber halt nur, ich. Keine Ahnung, kann sein. Vielleicht ist Neuvillette. Also, erstmal so zwischen dir und mir, you know, so. Ich habe gehört. Aus. Ich weiß nicht von wo. Vielleicht habe ich es geträumt. Aber ich habe gehört, Neuvillette mit Hu Tao sind im ersten. In der ersten Hälfte. Und in der zweiten sind Railsley und Venti. Aber vielleicht habe ich das auch nur geträumt. Sasuke. Ja. Aber ich glaube, das reicht jetzt wirklich, Mann. Abgesehen davon, dass ich vielleicht noch die Sachen einsammeln sollte, weil das habe ich fast vergessen. Aber gut. Das ist das okay. Aber ja, gut, dann. Cool, dass du noch dabei warst. Ansonsten. Noch einen angenehmen Abend und dann. Ciao, ciao.